Hallo, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Integration. Und zwar bedienen wir uns da einem speziellen Programm namens MATLAB. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir stellen uns folgende Situation vor. Ein Proband springt auf einer Kraftmessplatte, welche Bodenreaktionskräfte am Boden erfasst. Ziel ist es nun, den zeitlichen Verlauf der Höhe, die vertikale Geschwindigkeit und die vertikale Beschleunigung des Körperschwerpunktes zu bestimmen. Hierfür wird das Verfahren der numerischen Integration verwendet. Folgende Grundformel wird uns durchs ganze Tutorial über begleiten, und zwar ist es das zweite Newtonsche Axiom, welches besagt, dass Kräfte und Drehmomente die Ursache von Beschleunigungen sind. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, welche Messapparaturen können uns dabei helfen, Beschleunigungen zu ermitteln? Und die zweite Frage ist, wenn wir die Beschleunigung schon haben, was können wir damit anfangen? Wie ermitteln wir damit andere zeitliche Kurvenverläufe, die uns Auskunft über die Geschwindigkeit oder über die Lage geben? Um der zweiten Frage nachzugehen, schauen wir uns mal dieses Schaubild an. Hier ist ganz gut illustriert, wie man von der Beschleunigung auf den Weg, sprich auf die Lage des Körperschwerpunktes kommt. Man muss integrieren, und zwar einmal, um auf die Geschwindigkeit zu kommen und zweimal, um auf die Lage zu kommen. Der andere Weg ist natürlich auch möglich, wenn man vom Weg, sprich von der Lage, auf die Geschwindigkeit kommen will und dann zur Beschleunigung, dann muss man ableiten. Mit Bewegungsmodellen können verschiedene Ansätze verfolgt werden. Zum Beispiel kann die Bewegung eines Körpers kinematisch und dynamisch erfasst werden, das heißt, es werden die Segmentbewegungen und externen Kräfte am Körper gemessen. Aus diesen Messdaten können nun im Körper wirkende interne Kräfte und Drehmomente zurückberechnet werden. Dieser Ansatz wird inverse Modellierung genannt. Ein anderer möglicher Ansatz ist die vorwärtsdynamische Modellierung. Dieser Ansatz benötigt Annahmen über die auf den Körper wirkenden Kräfte und berechnet daraus die Bewegungskinematik. Und genau dieses Modell wollen wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Wir wollen nun das Verfahren der vorwärtsdynamischen Modellierung an einem einfachen Beispiel in MATLAB beschreiben. Ein Sportler führt vertikale Sprünge auf einer Kraftmessplatte aus. Diese misst die Bodenreaktionskräfte während des Bodenkontaktes. Für unser Modell betrachten wir nur die vertikalen Komponenten der Bodenreaktionskraft. Aus diesem Grund steht hier Fy von T für die vertikale Komponente. Um aus den Kraftdaten der Kistler-Kraftmessplatte auf die Beschleunigung zu schließen, teilen wir die gemessene Bodenreaktionskraft durch die Masse des Probanden. Davon ziehen wir die Gravitationskonstante G ab, welche ja 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Und wir erhalten die vertikale Beschleunigung. Das ist ganz wichtig, denn daraus können wir jetzt den Geschwindigkeitszeitverlauf und den Wegzeitverlauf des Körperschwerpunktes berechnen. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen in MATLAB an. Das MATLAB-Tutorial findet ihr natürlich auch auf unserer Wiki-Seite. Auf Wiedersehen!